Ja, mein Name ist Michel Reimann, ich kandidiere für die österreichischen Grünen am zweiten Platz für das Europaparlament. Ich bin Journalist von Beruf, Informatik vom Studium her, aber noch zu 8-Bit-Zeiten. Und ich habe vor, mich im Europaparlament für Globalisierungskritik, Konzernkritik und auch sehr vehement für Netzpolitik einzusetzen, vor allem dort, wo diese Bereiche sich überschneiden. Und das wäre genau eines dieser Themen, das mir besonders am Herzen ist. Wie halten wir das Netz? Wie halten wir unsere Informationsinfrastruktur frei und nicht kommerziell und machen daraus ein Kommunikationsmedium und kein reines Verdienstmedium für ein paar Großkonzerne? Ich unterstütze WePromise gerne, weil es eine Kampagne ist, die sehr breit angelegt ist, deren Forderungen viele, fast alle Aspekte betreffen, was Netz- und Informationspolitik angeht und es nicht nur ein einzelnes, schmales Kampagnenthema gibt. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir das ganzheitlich angehen und größer denken. Es ist keine erfreuliche Tatsache, aber es ist eine Tatsache, dass bei keiner Wahl die Wahlbeteiligung so niedrig ist wie bei der Europawahl. Das heißt aber auch, dass eure Stimme bei dieser Wahl mehr zählt als bei jeder anderen. Ich würde euch ersuchen, im Interesse eines freien Internets und einer freien Kultur, geht hin am 25. Mai und gebt eure Stimme.